Zuerst war WC, bisschen war noch nie, abputzt, aufgestanden und gemerkt, doch, jetzt fängt es doch langsam an. Ist langsam am Fliessen. Ich merke, mein Energielevel ist down. Jetzt hat es gerade richtig das Bauchweh reingekickt. Und ich überlege mir jetzt gerade eine Tablette zu nehmen. Ich bin jetzt nach dem Eisprung. Da plagt mich seit Jahren immer Akne. Es gibt ja jetzt in dem Film Frauen, die ihr Mensblut zeigen. Ich finde es super, dass sie das machen. Ich finde es wirklich mega gut. Es ist auch mega wichtig. Weil ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel eben gewisse Männer noch nie Mensblut gesehen haben. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht geschafft, das zu filmen. Und warum? Weil es irgendwie auch sehr persönlich ist. Halt. Das ist wie so ziemlich intim, ja. Warum haben Sie sich entschieden, ich zeige es? Weil es eben genau wichtig ist, dass man einfach zeigt, dass es so natürlich ist wie ein Duschschnaufen. Also ich weiß, also nach wie vor finde ich es extrem crazy, dass Menschen immer noch mit ihren Säften Probleme haben. Also es ist so natürlich wie, ja, wie die Natur. Es ist Natur. Mein Name ist Bea Losli, ich bin jetzt 42. Mens fasziniert mich privat und beruflich. Ich habe seit über 11 Jahren einen Online-Shop und ein Portal für Frauen. Dort geht es rund um das Thema Frau sein und menstruieren und natürlich verhüten. Jeden Monat tut sich in unserer Gebärmutter der Nährboden neu aufbauen, falls wir ein neues Leben empfangen wollen, das sich dort einnisten könnte. Es ist genau das Gleiche wie hier bei diesem Blümchen. Das ist eben eine Schleimhaut. Die allererste Mens, die ihr habt in eurem Leben, nennt sich die Menarche. Weil ja, das ist ja immer das grosse Thema. Huch, jetzt sind wir schon fruchtbar. Und huch, unser Teenie ist verliebt. Du kannst eins und eins zusammenzählen. Und dann ist spätestens dann der Zeitpunkt, wo man mit der jungen Lady und auch dem jungen Herr über die Verhütung reden. Also ich weiss nicht mehr, ob es 5. oder 6. Klasse war. Weiss ich wirklich nicht mehr. Ich weiss nur noch, ich hatte weisse Hosen an. Wir waren im Singunterricht am Boden. Und dann macht der Bub zu mir. Aber klar. Dann bin ich so aufgestanden, so zu den Lehrerjahren. Und dann mache ich, ich muss hey. Und sie sagt, wieso, ist das schlecht? Dann mache ich. Dann schaut sie, macht sie, oh, gang! Dann bin ich heimgesäckelt. Und bin natürlich voll im Zeug drin. Nein, also Freude. Nein, ich. Ja, durch das, dass man vorher gar nicht aufgeklärt worden ist, was denn das soll. Also, wie sollte man denn Freude haben? Also, ja. Also, es gibt ein paar, die haben eine Party gemacht, wo sie ihren Tag bekommen haben. Aber ich zum Beispiel nicht. Mich hat es angeschissen. Und ich habe wirklich gedacht, ah, oh, jetzt habe ich das. Und, aber ja, ich habe dann schlussendlich habe ich es halt dann einfach gehandelt, so wie man es handelt. Aber eben eigentlich denkt, wieso ist die Frau bestraft mit dem? Ich bin Melanie Brucker. Ich bin in Bangladesch geboren und von Schweizer Eltern adoptiert worden. Ich bin die Mutter von 2 Kindern. Mein Beruf ist Störköchin und Catering. Der Eisprung dann ist immer mit meinem Mann sehr kritisch. Also wir müssen dann festschauen, dass wir dann nicht krasse Streit haben. Ich habe so wie so einen Teufel im Nacken, der mich wie von außen fernstört. Also ich bin dann zum Teil so ein bisschen wie fast ein bisschen boshaft und ich will gar nicht so sein. Heute fühle ich mich in der Küche. Dort stehe ich so ziemlich am meisten. Es gibt ein Stroganoff.
mit einem Vanillerisotto. Da sind Zwiebeln am so ein bisschen kumpieren. Rindfleisch habe ich bereits vorgeschmort. Heute zum Beispiel habe ich, weil ich so Rückenweh habe, noch so einen Hüftgürtel an, wo mir einfach Halt gibt. Weil sonst könnte ich eigentlich vor Schmerzen kaum stehen. Ich muss jetzt hier wieder mal rühren. Das erschwert mir natürlich halt meinen Job einmal recht. Ich wäre am liebsten eigentlich ab dem Eisprung wie 2 Wochen allein, weil ja, ich verträge dann wie nichts und niemand und bräuchte dann eigentlich auch viel Ruhe und die habe ich natürlich nie. Das hier ist eine Wärmeküsse in Form von einem Panda-Bär. Es ist mein treuster Begleiter für meine Bauchkrämpfe. Moment. Ich leide extrem, sehr starke Bauchschmerzen, Rückenschmerzen. Es zieht mir bis in die Beine. Das A und das O gegen Menschschmerzen ist eigentlich alles, was Bewegung ins Becken bringt. Ein bisschen Hula-Hoop-Ring machen, Vibration. Ihr könnt euer Fibi auch außerhalb benutzen, dass es eine Vibration gibt. Und, viele hören das nicht gerne, aber Sexeln wäre super gegen Menschschmerzen, dass sich der Krampf durch die Vibration vom Sexeln löst. Ich stehe gerade mal wieder vor einem Dilemma, wie so oft. Wenn sie noch nicht da, aber ich stehe vor einem Dilemma, weil ich so ein Bauchweh habe, ob ich so Schmerzmedikamente nehme oder nicht. Und zwar, eigentlich möchte ich nicht zu viel Schmerzmedikamente schlucken. Und wiederum, wenn ich es zu spät nehme, dann werden die Schmerzen so extrem, dass ich vielleicht ja, morgen fast nicht weiss, wie ich arbeiten soll, weil es ist Sonntag. Ich bin sehr pflichtbewusst. Ich versuche nicht zu fehlen beim Arbeiten, weil man das so macht. Gerade auch beim Menschschmerz, oder? Ja, also allgemein, aber auch beim Menschschmerz. Ich meine, alle Frauen haben das alle Monate. Und, warum soll ich da nicht arbeiten, wenn alle anderen ja das auch machen? Also alle anderen gehen auch arbeiten. Dort, wo ich verwacht bin, habe ich die CBD-Kügel genommen. Und dann bin ich aufgestanden und habe ein Ibuprofen genommen. Haben mir dann eine Bettflasche gemacht und bin einmal ins Bett. Ich warte, bis das nützt oder wirkt. Weil das Ganze nicht genützt hat oder noch nicht so viel genützt hat, habe ich nachher noch ein Staphalgan genommen. Und so sollte es jetzt gehen, dass ich am 9. Uhr arbeiten kann. Genau. Die Sachen nehme ich alle auch mit zum Arbeiten, dass ich es dabei habe, dass ich es brauchen kann, am Mittag oder in der Pause. Ja, bis jetzt habe ich es eigentlich nur, Sachen abgesagt, die mit meinem Hobby zu tun haben. Aber sonst habe ich eigentlich noch nie etwas abgesagt wegen meiner Mens. Also ich habe dann wirklich einfach Tabletten genommen. Es gibt so einen Satz in der feministischen Bewegung: All you do, I can do bleeding. Also alles, was du schaffst, schaffe ich, während ich blute. Und das ist für mich eigentlich so, ich habe das lange cool gefunden. Und jetzt bin ich gar nicht so sicher, wie cool ich das finde. Weil ich so denke, hey, also natürlich toll, super, wir Frauen, ich auch, wenn ich etwas machen muss oder an meinen Tag, ist es halt so, ist keine Ausrede, machen wir einfach, quasi lächeln wir drüber, ziehen durch. Aber eigentlich wäre es auch voll okay zu sagen, hey, weißt du was, heute geht es mir wirklich nicht so gut und jetzt mag ich das gar nicht so gut machen. Aber das ist ja, also von dem sind wir meilenweit entfernt. Das würde auch ich mir nicht getrauen, obwohl es eigentlich okay wäre. Ich konnte mich beim Arbeiten nicht mehr konzentrieren. Darum bin ich etwas früher hey, ich das Bürozeug, das ich noch machen lassen liegen. Ich habe jetzt auch noch mal ein Stechenschmerzmittel genommen, ein Novalgin. Ich muss jetzt noch ein bisschen liegen und warten und hoffen, dass es wirkt. Eine Bettflasche mache ich mir sicher noch. Und vielleicht noch ein bisschen den Bauch massieren. Ja, und vielleicht mal noch etwas essen. Ich habe nicht wirklich Hunger. Ich bin Nadja. Ich werde jetzt gerade gleich 30. Ich bin Ergotherapeutin und arbeite in einer Praxis, vor allem mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ich habe gerne auch Klänge und ich habe gerne so achtsame, ruhige Momente. Ich habe wirklich irgendwie bis vor einem Jahr nicht gewusst, dass es Frauen gibt, die haben ihre Mens und die merken nichts, abgesehen davon, dass sie blüten. Und das ist unvorstellbar für mich.
Das habe ich nicht gewusst. Und ich bin 30, also jetzt Tag 30, ja. Also wir reden zu wenig. Ja, wir reden eindeutig zu wenig, ja. Es ist ein schwieriges Thema, um darüber zu reden, und es braucht ein bisschen Überwindung. Es ist wie verankert in den Frauen, wenn ich meine Tage habe, bin ich nur noch halbwertig. Darum hat die blöde Sprüche, hast du deine Tage. Also ja, ich denke, das hat alles mit dem zu tun. Es ist so wie, man macht es runter. Ja, ja, hat eure Tage. Ja, mit dem ist es abgestempelt. Ich weiss es wirklich auch nicht, wieso das so ein Tabu ist. Es ist so wie, niemand soll herausfinden, dass man jetzt gerade seine Tage hat oder dass man jetzt gerade blüht. Aber ich weiss es ehrlich gesagt auch nicht. Und ich glaube, das ist etwas, wo die ganze Gesellschaft daran arbeiten kann. Weil, ja, man braucht jetzt halt einen Tampon und Männer können das genauso mit überkommen wie die Frauen auch. Und ich meine, viele Männer wollen ja auch Kinder und können dann froh sein, wenn Frauen ja blühen. Sonst kann man ja einfach kein Kind bekommen. Ja, und so sieht halt das aus. Ein echter Blutfleck. Also alle die, die sagen, es blutet, wenn du es oben rausnimmst, sehen wir noch mehr Blut. Ich bringe einen Tisch mit 20 Frauen und alle, nicht 15, 16, zum Schweigen, wenn ich sage, was an sich verkaufe. Warum? Es ist mir peinlich. Ich bin Petra Kevali Kaiser, bin Mama von zwei kleinen Mädchen und ich habe mein eigenes Business beigestellt und verkaufe Periodenunterwäsche. Das ist ein Lip, das die Frau anlegen kann, wenn sie ihre Erdbeertage hat oder ihre Periode. Sie braucht keine Cup, kein OB, keine Binde, nichts. Sagen alle, kannst du es einfach flüssen. Das bin ich hier als Model. Ja. Hast du keinen Modelkörper? Ja. Haben Sie keine Scham gehabt, sich so zu zeigen? Ja, es hat schon ein bisschen Überwindung gebraucht. Es hat schon ein bisschen Überwindung gebraucht. Aber ich habe gefunden, ach komm, ich verkaufe das, ich kann dahinter stehen. Ja, machen wir das. Ja, und dann hat er plötzlich das Gefühl, komm, ich tue das auf Facebook. Und eben, sind halt auch viele blöde Kommentare gekommen. Grusig und so. Ja. Dabei. Das sind Kommentare gewesen. Ja, ja. Das ist doch grusig, Blut. Du musst das auswaschen, das ist an der Hand. Also würdest du es oben nur mit Händchen anlängen? Also, ja. Ich denke, das hat wirklich mit früher zu tun. Ich denke, ja, die Frau ist von Anfang an, wenn sie Perioden hatte, ist sie wie ausgestoßen behandelt worden, wie eine Aussetzige. Ja, man hat ja nicht gesagt, sie hat Perioden. Man hat gesagt, sie hat einen bösen Blick, oder? Das heisst eigentlich, dass sie dann nichts hat dürfen in die Finger nehmen oder zum Beispiel melken und so, weil die Milch wäre dann gerade sauer geworden. Ich bin Kantonsrätin im Kanton Basel-Stadt für das Junge Grüne Bündnis. Ich studiere Geografie und Soziologie und ich setze mich für Frauenthemen ein. Das eine ist ja irgendwie so die Blutung, die niemand thematisiert. Aber das andere sind eben auch die Sachen, die dann mitkommen. Das sind die Schmerzen, sind irgendwie so die Stimmungsschwankungen und all die Einflüsse, die einfach auch totgeschwiegen werden. Also, das ist so eine Instagram-Story. Ich tue immer so meine Tage quasi kommentieren. Hier hat alles angefangen. Das ist eine Toilette auf einem Verwaltungsgebäude vom Kanton Basel-Stadt. Ich habe hier eine Sitzung geleitet und meine Tage bekommen während der Sitzung. Und habe dann einen Post gemacht aus diesem Badezimmer hier. Genau, dass ich mich gefreut habe, wenn es auf dem WC gratis ein paar Hygieneprodukte, Artikel gäbe.
Und das aber jetzt ihre riesengroße Aufruhr geben. Das gehört nicht in die Öffentlichkeit. Das ist ein grusiges Thema, über das reden wir Frauen nicht. Ja, das hat mich getöpft. Das hat mich super mögen. Was denn? Ja, also die Vorwürfe, die damit verbunden waren, ist, dass ich nicht ehrenvoll bin, dass ich nicht ernst zu nehmen bin in meiner Arbeit, die ich mache, dass das meine politischen Fähigkeiten abwertet, dass ich dumm bin, blöd, weil ich nicht genug mitdenken kann. Das ist einfach verletzend. Wieso? Wieso thematisieren Sie es immer wieder? Ja, weil es mich nervt, dass es so ist immer noch. Weil ich so denke, wow, jetzt sind wir so weit eigentlich, oder? Und dann gleichzeitig sind wir es einfach nicht, weil es eben die Hälfte der Leute in der Schweiz betrifft. Und es ganz viele menstruierende Menschen gibt, die einmal im Monat und den ganzen Monat immer sich mit dem Mühen beschäftigen. Es ist ja keine Wahl. Es ist nicht so, ah, jetzt entscheide ich mich, habe ich so Bauch wie heute, jetzt mag ich nicht. Sondern hey, es passiert einfach. Aber wenn wir nie darüber schwätzen, wenn es immer unter den Boden gekehrt wird, dann verändert sich auch nichts für die Frauen und für die Leute, die auch mit der Menstruation und mit dem Zyklus leben. Heute ist ein Reisetag und spannenderweise fällt der gerade so etwa auf den Beginn meiner Periode. Das ist sowieso ein bisschen unangenehme Zeit. Ich verhüte nicht mit Pillen, habe also nicht wirklich einen getakteten Zyklus. Es könnte jetzt losgehen, könnte aber auch nicht. Und ich habe zwar Material dabei, aber finde das immer ein bisschen unangenehme Stimmung dann um die Zeit herum. Und jetzt gehen wir in den Bus und ich hoffe, ich muss nicht auf irgendeinen grusigen Zug WC. Ihr kennt das alle, liebe Frauen. In einem Hotelzimmer oder wie ich da gerade bei Freunden in der Ferienwohnung mit weißer Bettwäsche. Ich habe jetzt mein Menstässchen drin. Aber das ist etwas vom Schlimmsten, wenn man jeden Horror hat. Man verblutet auswärts Bettwäsche. Und darum ziehe ich heute Abend noch ein Mens-Unterhäschen an. Ich bin Melanie Glover, ich bin 26, ich habe an der Uni Basel Sportbewegungs- und Gesundheitswissenschaften studiert. Momentan arbeite ich als Yoga-Lehrerin, Personal Health Coach und als Tanzlehrerin. Das Thema Mens interessiert mich schon seit mehreren Jahren, weil ich einfach den weiblichen Zyklus etwas mega Interessantes finde. Ich habe nicht einen regelmäßigen Zyklus gehabt, wo ich die Spirale drin hatte. Ich habe sie jetzt vor 2,5 Jahren habe ich sie rausgenommen und habe dann etwa ein Jahr gebraucht, bis sich das Ganze eingependelt hat. Mein ganzer Freundeskreis hat wirklich eigentlich die Pille abgesetzt, die Spirale rausgenommen. Es sind eigentlich wirklich alle mit Kondom am Verhüten. Wieso denn? Weil wir einfach wirklich, also die meisten meiner Freundinnen und ich auch, weil ich einfach nichts fremd in meinem Körper will. Und ich will nicht meine Tage unterdrücken in dem Sinn. Weil eben die Pille bewirken eigentlich, dass man Tage unterdrückt. Und man hat zum Teil auch Tage gar nicht mehr. Das heisst, man muss sich auch gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen. Es blutet nicht. Es ist alles super oder es klingt alles super. Aber es ist einfach etwas mega Unnatürliches. Das ist ein bisschen im Trend, den Zyklus leben und spüren. Okay. Wieso ist das so? Eben, vielleicht ist man ein bisschen pillenmüde. Oder? Jetzt, am Anfang war es ein bisschen der Hype. Ich fand es grossartig. Ich fand es super mit 16. Mega bequem, mega angenehm für beide. Und ja, nach 3 Jahren sind halt meine Vaginalschleimhäute kaputt mit meinem Zähne. Und dann habe ich angefangen aufwachen. Weil wegen 7 fruchtbaren Tagen pro Monat müsst ihr nicht jeden Tag Hormone nehmen. Ich bin Bea von Lady Planet. Ich bin jetzt 40 und darum, seit ich 21 bin, natürlich verhütet. Wenn du dich selber als Frau mal spürst, ohne hormonelle Übersteuerung, dann in 80% der Fälle gehen Frauen nicht mehr zurück. Das ist sehr lustig. Ich habe gerade gestern meine Tage bekommen und habe also gedacht, ah, ja. Und dann gleichzeitig ist man auch ein bisschen erleichtert, weil ich in meinem Alter und so in meiner Situation bin jetzt froh, bin ich nicht gerade schwanger. Das heisst, es hat so viele Gefühle, die sich mit dieser Menstruation irgendwie auch so verbinden.
stand auch vor dem Inselspital, vor der Frauenklinik. Ich habe heute da einen Termin, nachdem ich vor ein paar Tagen ein MRI hatte, um herauszufinden, ob ich vielleicht Endometriose habe und darum so Schmerzen. Ich bin ein bisschen nervös und gespannt, was jetzt da rauskommt, was gesagt wird und was es bedeutet. Sie haben die Diagnose bekommen, Endometriose. Wie war das für Sie? Für mich war es eine mega Erleichterung. Ich glaube, eine Erleichterung, dass wirklich etwas ist. Dass ich nicht einfach eine Sensible bin, die mega blöd tut, weil sie jetzt ihre Mens hat. Endometriose ist, wenn Zellen von der Gebärmutterschleimhaut sich wie im Bauchraum verirren. Also die sind nicht mehr, wo sie eigentlich nicht hergehören. Und dann gibt es dort Verklebungen und es kann sich dann auch weiter verteilen, weil es wie mitblühtet und ja nicht abfließen kann. Das ist etwas, was mich jetzt begleitet bis zu den Wechseljahren. Also meine Diagnose war mit 29 Endometriose und ich habe jetzt heute keine Gebärmutter mehr. Ich habe einen Teil der Eierstöcke nicht mehr, einfach das, was fest befallen war. Plus hat man auch ein grosses Stück vom Dickdarm und Dünndarm rausgeschnitten, weil dort die Endometriose sich ganz fest verwachsen hat. Und ich lebe heute, also jetzt durch den Hauptherd, der draußen ist, sicher, was Mensbeschwerden waren, schmerzfrei. Ja. Und wie war es vorher? Vorher war es die Hölle. Ich fühle mich gerade richtig schlecht. Ich habe den ersten Tag von meiner Periode und der zweite ist immer am allerschlimmsten. Und morgen habe ich den ganzen Tag Grossrot mit Nachtsitzung und bin jetzt schon völlig erschlagen. Und ehrlich gesagt habe ich einfach gar keine Kraft und Lust. Alles ist so ein bisschen schwer im Körper. Und ich merke einfach, oh, ich habe so keinen Bock. Ich mag überhaupt nicht. Und heute Nachmittag sollte ich Tennis spielen. Das sind jetzt eben genau die Sachen. Sollte ich in 5-6 Tage fängt eigentlich meine Mens an. Und ich bin vorher in einer Depression. Ich könnte nur brüllen. Ich fühle mich mega traurig. Mir ist alles zu viel. Ich bin mega, mega müde. Wir sind jetzt eigentlich hier in der Skiferie. In Arosa. Und ich kann mich dann auch nicht wirklich freuen, weil ich habe so Muskelverspannungen, ich habe so wirklich einfach eine Trauer in mir rein, wo ja, andere in einer Depression haben. Du denkst so, hey, die Lebensfreude und der Antrieb fehlt dann nie. Und ja, oder auch einfach, manchmal Kinder kommen so aufgestellt heim und dann sollte einem das ja wie auch gerade ansprühen und denken, wow, so cool, es ist jetzt so herzig. Und ich bin dann so da und gebe ihnen dann einfach so viel Liebe, weil ich kann wie nicht mehr. Ich kann dann wie die Freude oder die Euphorie, die sie manchmal dann haben, nicht teilen. Und das tut mir dann manchmal so weh im Herz, weil irgendwie würde ich doch dann auch gerne ja, einfach fröhlicher sein. Krasse ist, man ist ja eigentlich wirklich hormongesteuert. Und man kann sich nicht zusammenreissen, wenn man gerade ein Tief hat. Meine Freund weiss es jetzt. Und er sagt auch, also ich sage ihm auch dann amix, ich habe meine Tage oder ich bekomme meine Tage. Und dann ist er so okay und sehr verständnisvoll und so. Und ich probiere mir Mühe zu geben. Ich glaube, ein Stück weit kann man ja schon probieren, sich Mühe zu geben, nicht gerade alle anzufuttern. Aber ich merke schon, in dieser PMS-Phase, also so 5 Tage vor meinen Tagen bis zu meinen Tagen,
bin ich sehr, sehr sensibel. Und ich werde sehr schnell hässig, ich bin sehr schnell beleidigt. Also ich merke es bei mir extrem. Also einmal ist mir irgendwie der Wäschständer umgekehrt. Ja, normalerweise fange ich nicht auf rennen wegen dem. Aber dann habe ich einfach irgendwie angefangen zu heulen. Ich habe mich dann schon wieder beruhigt, aber teilweise ist es wirklich auch so ein Stimmungsteuf vor der Mensch. Und krass ist, wenn es wirklich ganz intensiv ist, dann ist es wirklich, sobald es anfängt zu blüten, ist es weg. Echt vom einen Moment auf den anderen geht es mir wieder gut, psychisch oder so stimmungsmässig. Die gehören ja nicht ins WC. Das ist der schöne Kübel. Obwohl, ich bin extra mal die Clara fragen, Tampons können schön rausrechnen. Das, was am schlimmsten ist für Kläranlagen, sind die unglaublich oft benutzten Feuchttüchli. Ja, das ist eben das eingepackte Bindegeschmäuss von einer Nacht. Das riesige Ding hier, abfallmässig, ist einfach crazy weltweit, oder? Das muss einfach nicht sein. Dass der nur schon einen Tampon wieder mal benutzt und einen Binden, gibt einfach den Abfall. Und mit dem Menstresschen oder mit dem Menstschwämmchen hast du einfach keinen Abfall. Und das genieße ich seit 12 Jahren mega gut. Mega, mega mässig. Und weil es jetzt wirklich anfängt zu flüssen, nehme ich jetzt doch das Menstresschen, weil ich nachher noch Tennis spielen. Das ist überhaupt nicht neu, das gibt es seit 1937. Und wir haben das in der Schweiz, wir kennen das fast nicht. Ich kenne es jetzt seit 12 Jahren. Ich bin total begeistert. Also es gibt ja etwa 40 bis 60 verschiedene Tässli-Marken. Das ist jetzt Lady Cup, das könnt ihr einmal falten, zweimal falten. Einführen wie ein Tampon, nochmal fast ganz raus, das schön macht. Blub. Nach 2 bis 6 Stunden, je nach Frau, könnt ihr sie leeren, wenn ihr reingreifen. Geht den Stiel ergreifen, Vakuum lösen und entleeren. Ich habe nie so eine Menstruationstasse verbrauchen, wenn ich nicht jemanden gesehen habe, der das braucht. Und das war jetzt nicht eine Freundin, die mir gesagt hat, hey, komm, brauch die, sondern irgendeine Bloggerin aus den USA oder so. Ich glaube, es ist sogar so, dass es irgendwie im Zug von so einem Bild war, von einem, so einem Abfallhaufen mit auch Binden und so, irgendwo am Strand. Und das ist etwas, wo ich natürlich quasi wie affin bin drauf, weil das irgendwie mein politisches Kernthema ist. Ich habe schon immer gedacht, Sternenhagel, es muss doch irgendetwas geben, dass man nicht immer nur Obis und Binden braucht. Ich habe dann auch Cup und Schwämmchen und alles ausprobiert, was es gibt. Ich habe einfach nicht das Richtige gefunden. Ich habe gewusst, es muss etwas geben, weil bei den Hunden gibt es auch etwas Ähnliches. Halt nicht so stark von der Saugkraft her. Das ist unsere Hündin. Wie man hier sieht, hat sie auch ein Höschen an. Weil sie hat momentan auch ihre Tage. Leonie, willst du mal erzählen, wie lange hat Lulu Bobo? 3 Wochen, ganz genau. Ganz genau, wenn Tanuk rausgeht, kann sie die Höschen wieder abziehen. Und dann muss sie sie anlegen, gell? Hä? Hast du 3 Räder? Wo? Woher hat Sophie 3 Räder? Hä? Das Thema Periode ist bei uns in der Familie absolut kein Tabu. Und Ihnen ist das auch wichtig? Ich finde das wichtig, ja. Ich finde, wir als Mütter, wir sollten das unseren Mädchen wirklich erklären und sie halt darauf vorbereiten. Und nicht das Mädchen, wenn es die erste Blutung hat, aus allen Wolken fliegt und Angst hat. Was ist mit den Buben oder den jungen Männern? Die sollten das auch wissen, was es ist. Weil, ja, es bricht eigentlich, auch wenn sie indirekt bricht, oder? Aber es geht sich auch etwas an. Das
das ist ein Hassliebe oder mit dieser Menstruation. Irgendwo ist sie ja wichtig für uns und es prägt unseren Körper und unsere Gefühle. Und gleichzeitig natürlich bin ich nervig mich fast jedes Mal, wenn ich sie wieder bekomme. Ich sage immer, die Periode gehört zu der Frau wie der Montag zu der Woche. Es ist nicht der Lieblingstag, aber es gehört dazu. Soll man Periodenblut überhaupt zeigen? Und was habt ihr für Erfahrungen gemacht im Alltag mit der Menstruation? Schreibt uns in die Kommentare und wenn ihr nichts verpassen wollt, dann aktiviert am besten die Glocke.